In Kuba sollen 17 Personen im Verdacht stehen, illegal Männer für die russische Armee zu rekrutieren. Wie das kubanische Fernsehen berichtet, gelangten Mitteilungen darüber an das Außenministerium. Marilyn Wienand, die Mutter eines der kubanischen Rekruten, zeigt Fotos ihres Sohnes in Militäruniform. No sabemos nada, mija. Ya te digo que fueron todos engañados, todos fueron para problemas de construcción, de coger escombros, de esto, de logística, que le dijeron que iba a ir para la parte logística a ellos. ¿Qué logística era? Offensichtlich hat Havanna damit einen von Russland aus operierenden Menschenhändlerring aufgedeckt. Etwa 2 Dutzend Kubaner sollen sich verpflichtet haben.